Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von den Formel 1 Quizzes. Ich bin immer noch auf der guten alten Seite sportclub.com, so heißt die, wo die ganzen Quizzes sind. Da gibt es auch andere Kategorien, Quizzes, kann man hier alles suchen. Und wir haben heute das 1990s Formula 1 Teams by Image Quiz, beziehungsweise Can you name the 1990s Formula 1 Teams by their car image? Und ja, wir haben 5 Minuten Zeit, 33 Teams anscheinend, und ja, hier ist das erste Image, ich drücke mal auf Play. So, Enter F1 Team, das sieht mir ganz nach Ferrari aus. Ich hoffe mal, es reicht, wenn ich einfach Ferrari eingebe. Ja, das reicht. So, Nummer 2. Schwer zu sagen, das könnte. Sind die da noch gefahren, ist jetzt die Frage. Ich gebe mal Brabham ein, aber das scheint es nicht zu sein. 1970 bis 98 sind die gefahren, wie es aussieht. 99 wahrscheinlich dann von BAR übernommen. Ich lasse es erstmal noch aus. Ich weiß es jetzt, bin mir nicht ganz sicher. Leighton House, ich weiß nicht, hieß das Team auch Leighton House? Ich probier's mal. Ja, das Team hieß Leighton House, weil der Sponsor war da schön drüber. Das ist 87 bis 91 gewesen, italienisches Team. Die Information seht ihr ebenfalls da unten, ich weiß jetzt nicht. Das ist Eos, das ist ganz einfach für mich. Müsste so das 99er Auto gewesen sein. Das ist Pacific GP. Da steht auch da dran, Pacific. Es ist bloß für 2 Jahre gefahren. Bis 2005 von 58. Ist es das Jordan-Team? Sahen die damals so aus? Nee, ist es nicht. Die gingen auf jeden Fall auch bis 2005. Wer ist 2005 noch so mitgefahren? Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt gerade auf dem ersten Versuch nicht. 89 bis 90 in UK, das weiß ich auch noch nicht. Überspring's mal. Ich hoffe mal, man kann nochmal zurück. Ja, sieht so aus. Gut. Okay, überspringe ich nochmal kurz. Das ist Lotus. Schönes Copyright-Image. So, hier haben wir Footwork. Das Footwork-Team. So, sieht man ja auch hier an der Seite. Italien. 92 nur. Das weiß ich jetzt erstmal nicht. MTV-Sponsor. Ich weiß es jetzt auch nicht erstmal. Das ist McLaren. Das ist ja relativ einfach. Ja, gut. ich weiß nicht. Ich mach nochmal weiter erstmal. Das könnte. Ist das vielleicht Brabham? Ich geb's mal ein. Ja, es war Brabham. Oder es ist Brabham. Italienisches Team über 3 Jahre in der Formel 1. Das weiß ich jetzt erstmal nicht. Das ist Stewart. Die wurden dann von BAR, glaube ich, aufgekauft. Quatsch. Die wurden nicht von BAR aufgekauft. Die wurden von. Irgendwie wurden sie aufgekauft. Das ist Williams. 77 bis heute immer noch. So, wen haben wir denn hier? Schwer zu sagen. Die hatten auf jeden Fall immer mal zwischendurch Pausen drin. 97 sind sie mitgefahren. Na gut, sagt mir jetzt erstmal nichts. Das sagt mir auch nichts. Die italienischen Teams ist alles nicht so meins. Das ist John. Das sind meine Lieblingsteam hier. Das kenne ich Tag und Nacht. Jordan F1, ja. Hießen die von Nee, das war bloß der Sponsor. Oder hießen die auch so? Nee, die hießen nicht so. Ich weiß es jetzt erstmal nicht. Ich muss mir unbedingt abgewöhnen, das ist BAR. Ich hoffe mal, das reicht, wenn ich das so eingebe. Ja. Ich muss mir abgewöhnen, ins Mikrofon zu pusten. Wenn ich nachdenke. Das ist natürlich Benetton. So, Benetton. Hälfte haben wir fast. Das sieht mir auch wie Ferrari aus. Wiederholen sich die Sachen? Nee, tun sie nicht, außer ich schreib's falsch. Was mache ich hier gerade? Nee, ist es nicht. Oh, ich weiß es nicht. Sieht aus wie 1988. Ach so, 1990 steht da. Puh, okay. Das ist Real. Nee, nicht. Es gab auch mal ein Team, was so hieß. Das habe ich jetzt hier am Sponsor an der Seite, aber gut, stimmt das von der Zeit her. Das ist Prost GP. Oder Prost. Ich mach mal weiter. Frankreich, da gibt's eigentlich nicht so viele March vielleicht. Vielleicht. Dann würde ich noch Leger sagen. Gut, dann waren es die. Schweiz, das ist Sauber. Die fahren heute natürlich immer noch. Sauber Red Bull damals. Oder Red Bull Sauber hießen die, glaube ich. Weiß ich nicht. Mal gucken. Hm.
Jetzt wird es langsam ein bisschen schwer, habe aber noch so 40 Sekunden. Ja, die Hälfte habe ich geschafft. Das könnte Average Score sein. Ich weiß nicht, wie gut sich andere mit den Autos hier auskennen. Ich klicke mich gerade noch mal ein bisschen durch hier. 80 bis 90. Italien, UK, Italien, Italien. Ganz so viele italienische Teams hier. Ja, hier Großbritannien. 98, 98. Ja gut, in 8 Sekunden fällt es mir nicht mehr ein. Ich bin gespannt, was jetzt als Lösung am Ende noch alles rauskommt. Ja, bin ich gespannt. Wir werden es sehen. Ach, Töbel wäre es gewesen. Gut, was wäre das hier gewesen? Colony kenne ich nicht. Ah, Minardi. Okay, gut. Das hätte man herausfinden können. Onyx kenne ich auch nicht. Fund Metal. Ah, das ist Fund Metal. Ich habe doch irgendwo schon mal Fund Metal eingegeben. Das war aber in einem anderen Auto. Andrea Moda Formula kenne ich auch nicht. Simtek. Stimmt, Simtek. Oh, Rip Roland Ratzenberger übrigens. AGS sagt mir was. Habe ich aber jetzt auch nicht so im Kopf gehabt. Eurobrunnen, das sagt mir auf jeden Fall was. Lola kenne ich auch. Ich habe jetzt die 21 übersprungen. Osela kenne ich. Forti kenne ich. Larousse kenne ich, aber es ist mir jetzt alles auf den ersten Blick nicht eingefallen. March, ja, siehste. Ach, UK waren die. Ich dachte, das war ein französisches Team. Okay. So. Lambo, stimmt. Lambo hatte auch mal ein Team. Oder beziehungsweise, es hieß eben Lambo. Dallara kenne ich auch. Und End 16 out of... Ja gut, Average Score ist weiter höher, aber mit den 90er Autos habe ich mich jetzt nicht so ausgekannt. Vor allem mit den kleinen Teams. Ja, ich suche mal noch eins raus hier, würde ich sagen. Wir können hier mal auf Suche gehen. Ja, das wäre sonst eine sehr kurze Folge. Wenn das jetzt hier lädt, so, mal gucken, was haben wir hier. Pointless F1 Drivers ist jetzt nicht so mein Fachgebiet. Free Practice Driver wahrscheinlich basic. Vielleicht noch 2015 Grid. Ist alles so, so. Formula One Kalender 2018 ist schon drin. Ah, hier, die Chassis Numbers von 2014, die kann man ja mal nehmen. So. Chassis Number, gut, das ist ein bisschen schwerer, würde ich sagen. Vor allen Dingen, weil ich mich da ein bisschen weniger auskenne. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich glaube, ich lasse es mal weg, weil da habe ich wirklich keine Ahnung von so richtig. Was haben wir noch so? Nehmen wir mal 15 Fragen und mehrere Antworten eben. Das klingt ganz gut, so Play Quiz. So, which Grand Prix has a streak of 10 different winners from 10 races between 2007 and 2016? Spanish GP wurde gebrochen von dem Sieg von, wer hat da gewonnen dieses Jahr, 2017, weiß ich gar nicht. Which of the following has not won a race? Brambilla, Bera, Taruffi. Och, gut, eins von den beiden hätte ich jetzt gedacht. Who commented alongside Murray Walker until 1993? Mein Englisch tut mir übrigens leid. Martin Brundle? Nee, der ist doch noch selber gefahren, ne? James Hunt? Wirklich? Krass. Whose car suffered an engine failure at Tabak on lap 2 of the 2004 Monaco Grand Prix? Ich weiß es nicht. David Coulthard? Nein, Takuma Sato. Oh, da habe ich jetzt einen übersprungen. Which grid position did Michael Schumacher win the 1995 Belgian Grand Prix? 16? Ja. Which of these British drivers did not score points in 91? Wandel. Johnny Herbert, okay. Who was the next British World Champion after Nigel Mansell? War er Brite, ja, ne? Damon Hill, gut. Who is youngest? Joerik Wern, Algas Wari, Charles Pickford. Also ich hätte jetzt Algas Wari gesagt. Gut, das ist Joerik Wern. Who won the 78 Monaco Grand Prix? Gilles Villeneuve. Ach, so eine Frage. Gilles Villeneuve. Nein, Depailler anscheinend. Which F1 driver won Le Mans in 2015? Das war Nico Hülkenberg. Who has the most wins at the National Grand Prix? Lewis Hamilton? Nein, Alain Prost. Who has the most wins in F1? Gut, Michael Schumacher. Who has won a race from the lowest grid position? Gut, das wusste ich nicht. Who was the first British Formula 1 World Champion? Der erste britische Mike Horton, ja? Ne. Gut. Eine Question noch, oder war es das? Achso, hier ist er. What does the white flag mean in F1? Ja, last lap.
Ach stimmt, Slow Moving Vehicle, wirklich? Immer noch? Last Lap ist in NASCAR, die weiße Flagge, das habe ich hier, ja. Also 40% von 55, das war jetzt nicht so gut. Ich will jetzt nur einen Quiz machen, wo ich ein bisschen Ahnung von habe. Ich hoffe mal, ihr könnt es ein bisschen verstehen. Head-to-Head Qualifying. Ich mache das mal. Ich weiß nicht, wie ich gut abschneiden werde, aber mal gucken. So, Play Quiz. Mercedes, Resultat 12-7. Das hat Lewis Hamilton gewonnen. Nee, Nico Rosberg war anscheinend besser im Qualifying. Williams, Mercedes. Maser. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gut. Red Bull, da war Vettel auf jeden Fall. Verstehe ich hier gerade die Fragen irgendwie falsch? 10 zu 9 für Jenson Button. 16 zu 3 für Alonso. Ja, okay. 12 zu 7 für Kvyat. Oder Kvyat, keine Ahnung, wie man ihn aussprechen soll. Force India, 12 zu 7 für Hülkenberg. So, Sauber, 10 zu 9 für Adrian Sutil. Caterham 11 zu 4 für Marcus Ericsson. Ja, gut, Kobayashi. Marussia, da war, glaube ich, Max Schild besser. Nee, Jules Bianchi. Lotus Renault, Romain Grosjean besser. Und Caterham, Marcus. Ach, André Lotte, oder? Okay. Ach, das sind die ganzen, ja, wo bloß einer ein Rennen gefahren ist. Will Stevens? Nee, Kamui Kobayashi, gut. Ja, hier bin ich auch nicht so gut abgeschnitten, wie man sieht. Aber ja, das war es erstmal mit der Folge für heute. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Heute nicht, nicht das Beste, mein bester Quiztag. Ja, aber auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne einen Werten da, lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht verpassen wollt. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir einen Formel-1-Quiz machen. Bis zum nächsten Mal und ciao.